Freiheit heißt, du kannst auch irren. Sonst wäre es keine Freiheit. Wenn der Plan so wäre, dass alles so geschieht, wie Gott oder wer auch immer sich das vorgestellt hat, gäbe es die Freiheit nicht. Also die Freiheit selber impliziert, dass das Scheitern möglich ist. Das heißt, es liegt wirklich an uns Menschen. Es liegt nicht mehr an den Göttern, also nicht mehr an den mächtigen Wesenheiten, die im Hintergrund stehen, die übrigens bei uns im Christentum ja alle bekannt sind. Ne? Das lernt noch keiner im Religionsunterricht. Die neun Engelchöre, ne? Findest du in jeder großen Kathedrale. Überall sind sie abgebildet. Man muss den Pfarrer nur mal fragen, wer sind denn die Throne und die Potentates und die Fürsten und die Herrschaften? Ja, wer sind ihr denn und die Gewalten und die Exousia? Steht ja alles im Neuen Testament drin, nur wir lernen es nie. Warum lernt ihr uns das nicht, wer die Throne sind, die man in der Weihnachtsmesse anruft? Wer sind die denn, Herr Pfarrer? Also eigentlich ist es alles bekannt, nur es wird keinem erzählt, dass es diese neun Engelchöre gibt, die hat man früher als Götter bezeichnet. Wir nennen es jetzt Hierarchien. Ja, es Und ist auch un. die ziehen das Entschuldigung. nicht einfach durch, sondern wir müssen es in der Freiheit verwirklichen. Ja. Das ist unglaublich, dass wir da echt kein Wissen drüber haben, über die Hierarchie. Und Hierarchie ist ja auch ein Begriff, der gar nicht so populär ist. Was meinst du, was ist wichtig darüber zu wissen? Amram redet auch ganz oft darüber, dass es wichtig ist, dass wir die göttliche Hierarchie anerkennen, mit den Engeln, mit den Menschen, mit allem, was dazugehört. Was meinst du, was ist wichtig, so ein paar Worte vielleicht über die Hierarchie zu wissen? Ja, eine Hierarchie brauchst du immer. Wenn du ein Unternehmen heute anschaust, dann hast du den Vorstandsvorsitzenden und den Vorstand und die Bereichsleiter und die Hauptabteilungsleiter und die Abteilungsleiter, verstehst du, und drunter die Gruppenleiter. Du brauchst immer jemand, der führt. Ob er führt als echte Führungskraft, menschlich oder durch Macht, das sind die zwei Arten der Führung. Da kämpft ja jeder Führungstrainer, da kämpft ja jedes Unternehmen. Mit. Je diktatorischer ich es mache, dann ist die Hierarchie diktatorisch. Aber in der geistigen Welt ist es eine Kompetenzhierarchie. Das sind kompetente Hierarchien. Das heißt, jede Hierarchie hat ihre eigenen Kräfte und Mächte und kann Dinge, die die andere nicht tut. Deshalb können die Erzengel mehr wie die Engel. Erzengel können ein ganzes Volk leiten, weil sie eine höhere Fähigkeit haben. Und Engel können nur einzelne individuelle Menschen betreuen oder vielleicht eine Gruppe von Menschen. Und das heißt nicht, dass sie führen, an die Hand nehmen. Das war früher mal so, aber das ist vorbei. Das heißt, sie sind heute die Inspirationen und die Schützer und die Begleiter. Aber trotzdem gehören sie einer höheren Hierarchie an, weil sie höhere Fähigkeiten haben. Das machen wir auch in unserem Bildungssystem, Volksschule, Abitur und so weiter. Das ist ganz normal. Aber es ist immer eine Fähigkeitenhierarchie. Das ist ganz wichtig. Auch übrigens in der sozialen Dreigliederung, da im Geistesleben gibt es die Fähigkeitenhierarchie. Wer kann es am besten? Nicht wer hat die Macht, sondern im Geistesleben, in der Kultur gibt es immer nur den, der am fähigsten ist. Ne? Das versteht man unter geistiger Hierarchie. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.